Wo ist denn dein Hof? Ja, wir stehen doch mitten drauf. Ach, das ist dein Hof? Ja, natürlich, das ist mein Hof. Die sind hierher gekommen, das waren vorher noch viel mehr und ich weiß auch nicht, was die überhaupt wollen. Hier ist doch gar nichts. Warum hast du denn 7 Betten? Ja, ich habe hier Zwerge. Wo sind denn die alle? Weiß ich nicht, habt ihr welche gesehen? Eigentlich müssten die doch hier sein. Sie müsste auf dem Hof einen sehen, weil der eine liegt neben dem Brunnen, den ich da hingeschleppt habe. Ja, der ist aber gerade nicht in Sichtweite. Also da ist so, da liegt weil sie doch im Brunnen. aber es tut mir leid, er hat es leider nicht geschafft. Wer hat es nicht geschafft? Ein Zwerg, ein Zwerg haben wir gesehen, der liegt tot auf dem Boden. Oh mein Gott, das kann ja aber nicht sein. Zachary? Oh, das kann doch nicht sein. Du bist weg. Du bist noch zu weit weg. Bin jetzt weiter. Oh. Aber du kannst sagen, du gehst auf sie zu, weil ich merke, wie die beiden sich unterhalten. Okay. In meinem geistig benebelten Zustand und weil immer noch zwei Intelligenz. Aber es ist gut, dass man nicht reden kann. Siegesrausch. Und ich beende meinen Tanz mit einem Holla! Und ich bringe noch eine Blutlache rein. und gehe langsam auf sie zu. Okay. Ach, übrigens, außerhalb des Charakters mal, wenn ich irgendwas mache, was euch unangenehm ist, sagt es meinem Charakter. Ich bin zwar relativ doof und auch sehr, sehr sturköpfig, aber wir sind in einer Gruppe zusammen. Das heißt, ich muss euch mögen, weil ich bin ein Zwerg. Ich gehe sonst eigentlich nicht mit anderen zusammen. Okay. Das heißt, wenn ihr mir was sagt, werde ich mich versuchen, so rudimentär, wie es mir möglich ist, auch dran zu halten. Ja. Also, mit dem Kopfspalten und dem Tanz habe ich eigentlich nichts dagegen. Okay. Wir sind nicht in der Stadt, da ist es okay. Also, dann musst du mir das aber nachher noch sagen. Ja. Nehmt deine Freude aus. Wenn wir in einer Stadt sind, versuche niemanden den Kopf zu spalten. Deinen Traum. Ja. Okay. Ja, du kommst jetzt auch langsam wieder zurück zur Gruppe. Ja. Die sich jetzt darfst du mit der Frau reden. Du alter Sack. Zachary, hast du mal eine Sekunde? Ich zieh dich von der Frau weg. Wir sollten ja nicht alles erzählen, was so passiert ist. Hab ich nicht. Gut. Ich habe auch nicht vor, dass sie das. Hallo Zwerg! hab Dank für eure Hilfe. Etwas brutal, aber effektiv. Das mit den Betten. Macht ihr das öfters? Gut, geht zurück. Schön. Habt ihr hier noch andere Zwerge entdeckt? Mir wurde gesagt, einer sei gestorben. Also, ich bin nicht intelligent genug, um gerade zu sprechen. Deshalb grunze ich und zeige dahin. Sie guckt in die Richtung und dann... Und fängt dann zu weinen? Habt dann... Nee, die geht erstmal hin. Sie geht jetzt hin. Und sie sieht ja, dass ich ihn versucht habe... Also, dass jemand versucht hat, ihn zu verbinden. Ja, das sieht sie dann offensichtlich da. Ja. Während ihr jetzt hier gerade noch zu dritt dort steht. Ich rede mit dem Zwerg. Okay. Ich habe schon wieder meinen Namen vergessen. Heimdall oder nenn mich der Rote Bär. Roter Bär. In der Stadt keine Köpfe spalten. Du sagen gut. Ich spalte Köpfe in der Stadt. Ich muss Köpfe spalten in der Stadt. Weißt du, wenn ich in ordentlichen Sätzen rede, habe ich Angst, dass er mich nicht versteht. Ja. Okay. Deshalb packst du die Information einfach noch. Ja. Statt nicht. Während ihr jetzt zu dritt dort gerade noch steht und du dem Zwerg erklärt hast, dass man in der Stadt, also das Köpfe spalten scheint für ihn jetzt völlig in Ordnung zu sein, außer in der Stadt. Ja. Und während ihr jetzt zu dritt dort halt steht, erscheint plötzlich um euch ringsrum so ein heller, leuchtender Kreis. Ich hasse helle, leuchtende Kreise. Und das ist nichts gut Verheißendes. Der blendet auch schon ein bisschen. Oh, ein leuchtender Kreis. Ich kriege das mit und ziehe meine Axt. Okay, gut. Passt zu meinem Charakter. Ja, okay. Und von euch fängt an, da Arm zu brennen. Der rechte Unterarm, um genau zu sein. Bei jedem von euch. Warum? Der rechte Unterarm. Es tut weh, das Leuchten hört auf. Ich entwickle ein leichtes Zucken, während ich meine Axt in der Hand habe. So. Okay. Und von Richtung Berg war ja das Gebüsch, was jetzt anfängt zu knacken und zu rascheln und da hat sich vermutlich jemand drin versteckt gehabt und ist weggerannt jetzt gerade. Oh, und euer Unterarm brennt halt der rechte, also das hier brennt. Ich versuch's auszumachen. Ja, und während du dann da drauf guckst, siehst du ein Zeichen dort plötzlich. Was brennt? Das Zeichen brennt, genau. Was da so ausschaut.
Also wie so eine Traube. Ist sowieso nur wie so eine Blume. Ihr könnt es euch abzeichnen, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht. Also das heißt, der Arm brennt nicht im Sinne von brennendes Gefühl, sondern brennen von Feuer. Also ja, das Zeichen hat sich jetzt gerade bei euch in den Arm eingebrannt. Aber es hört von alleine auf, weil ich habe ja schon so... Es hört wieder auf, es hört wieder auf, aber ja. Also dann, außer meinem irritierenden Grunzen, habe ich dazu nichts zu sagen. Gut, okay. Ich fluche ein bisschen, weil es weh tut. Okay. Das klingt ja vorzüglich. Das ist schön. Curses. Ja. Und der Typ, den ich vorher allein gelassen hatte, zuckt der noch irgendwie? Oder er ist noch, eigentlich. Doch, er ist noch am Leben. Hm. Aber er wird wahrscheinlich genauso er wie kann nicht mehr kommunizieren, offensichtlich ist er also fast bewusstlos schon. Okay. Ich packe ich meine Axt wieder weg, weil ich gemerkt habe, okay, vorbei. Okay. Und ich stehe in der Nähe von dem Typen, weil wir uns da ja getroffen hatten, guck zu ihm runter und brüll ihn grunzend an. Natürlich in der intuitiven Hoffnung so dessen, dass es ihn so erschreckt, dass er ein bisschen wacher wird, aber im Endeffekt einfach nur, weil ich ein Zwerg bin. Okay. Ich weiß auch, man soll sagen, dass... Von dort hinten, wo gerade eben noch das Pferdchen stand mit dem komischen Bogentypen, tauchen jetzt ein paar Pferde auf und ein Wagen mit berittenen Leuten, da geht es beinahe gesagt. Aber die sitzen halt auf dem Pferd drauf. Ja. Auf dem Pferd oder auf dem Wagen? Also das Pferd sitzt auf dem Wagen. Nein, auf dem gelben Wagen. Da sitzen Leute auf den Pferden und auf dem Wagen sind zwei Pferde vorne angespannt. Und da sitzt jemand auf dem Wagen drauf, der den Wagen offensichtlich führt, weil er ist Fahrer. Ja. Sehen die bedrohlich aus? Es kommen mehr Leute, Köpfe spalten. Also sie kommen auf euch zugefahren, sind noch ein bisschen schneller. Aber sie tragen, dir kommt es nicht so bekannt vor in dem Moment. Dir kommt es bekannt vor, weil du in der näheren Umgebung wohnst. Das sind irgendwie Wachen oder irgend sowas aus Grimmtal. Menschen kennen das. Ich kenne die auch, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wo du herkommst. Nur damit ich die Szene verstehe. Ich bin ja, wie gesagt, nicht sehr intelligent. Das heißt, ich bin gerade so in diesem rudimentären Bedrohung beseitigen Kampfmodus. Sehe ich die jetzt schon? Oder weil ich ja jetzt gerade die Axt da nicht weggepackt habe, den Typen angebrüllt und ich sehe die aus dem Augenwinkel oder kommen die auf mich zu? Die kommen direkt auf uns zu. Gut, ich richte mich auf und ziehe meine Axt. Okay, das auch. Und? Ja. Ich will nochmal abwarten, was aber ich stehe so, ich stehe nicht bedrohlich, wie gleich aussollen, sondern einfach nur, ich ziehe die und habe die so, ich schlag die so mit dem Pommel, nenne ich das jetzt einfach mal. Du weißt, was ich meine. Mit dem Stock in den Boden. Nee, du hast doch unten dieses Gegengewicht, das nennt man im Englischen, glaube ich, Pommel. Schlage ich das so auf den Boden und habe die so eine Hand so. Okay. Stehe einfach nur daneben. Ich komme hierher. Wo kommst du her? Da. Hast du hingeschrieben, was es ist? Ja. Kann man es auch lesen? Ja, düster Moor. Achso, wo komme ich eigentlich her? Ich komme aus dem hohen Norden. Ja, ich komme. Stimmt, hier. Ich komme aus den Bergen nördlich von Bastos. Alles klar. Gut. Da ist einfach eine Zwergensiedlung in dem Berg drin. Halt. Ja. Genau. Ja. Bist du ganz schön weit gereist, du? Das sind Zwerge, die laufen immer so weit. Ja, und ich kann nicht reiten, also ich bin die ganze Strecke auch gelaufen. Mit deiner Axt so gelaufen. Die Walker stundenlang. Die kommen auf euch zu, bleiben allerdings ein bisschen entfernt und ein paar Meterchen vor euch stehen. Also nur für dich die Szene, ich habe die mitbekommen und habe, weil ich ja vorher die Axt weggepackt hatte, um den Typen am Boden anzuschreien, habe ich die jetzt hier bereit und stehe wie so ein Wachmann mit der Axt auf den Boden gehauen, so da, einfach nur. Okay. Und der eine Typ vom Pferd... Der eine ruft jetzt zu euch. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Müssen die nicht schon an der ersten Leiche von dem Bogenschützen schon vorbeigeritten sein? Ja, aber da liegt ja auf dem Boden. Okay. Denen ist das egal. Und da gucken die dran vorbei, weil die sehen das auch nicht von mir. Ja, nee, die wollten jetzt erstmal von euch wissen, was ihr jetzt gerade... Es geht ja jetzt nur darum, die müssen ja die Lage einschätzen. Die haben ihn schon registriert. Okay. Und die anderen Toten, dessen Kopf gespalten ist auch. Ich antworte ihnen, dass wir Reisende sind. Wie Reisende? Schnetzeln Reisende einfach hier andere Leute zu Boden? Wir wurden angegriffen von diesen Leuten. Es sind Banditen. Wir halfen dieser Dame, dass sie überleben konnte. Welche Dame? Ich sehe keine Dame. Sie ist auf dem Hof.
Wo? Auf den Hof? Ich zeige in die Richtung. Okay, danke schön. Ihr seid also Reisende. Ja, wir sind. Und das hier waren Banditen. Uns wurde nämlich gesagt, dass hier Banditen in der Gegend sind und ja den Hof ausgeraubt haben. Ja, die haben uns angegriffen. Wir haben sie gerade entdeckt, wie sie die Betten zerstörten. Damit sie sich noch mehr kaputt machen. Manipulieren sind. Habt ihr Beweise irgendwie dafür? Woher soll ich nicht wissen, dass ihr die Banditen seid? Ihr seht ganz schön banditisch aus mit eurem Zwerg. Die Tussi ist doch jetzt weg. Die ist auf dem Hof, ist wahrscheinlich im Haus. Ja, die ist gerade bei dem Zwerg wahrscheinlich. Sind die beide? Also ich sehe sie nicht und die Kampfsituation ist zu Ende. Das heißt, ich krieg wieder zwei Intelligenz dazu. Ja, und zwei Körperkraft. Ja, sie ist gerade nicht im Hof. Ich erhebe meine Stimme und sage, auf diesem Hof waren Zwerge. Ich würde nie einen Bruder töten. Sind wir in der Nähe von den Leichen, von den... Steht direkt neben der einen Leiche. Kann ich unbemerkt... Nee, der ist ja noch gar nicht tot. Kann ich unbemerkt einen meiner Zipfelmützen in einen der neben der Leichen legen lassen? Die Zipfelmützen da postieren? Haben wir da irgendwas Passendes dafür? Nein, manipulieren. Sachen halt nicht zu verstecken. Unser körperliche Talente könntest du vielleicht... Geschicklichkeit höchstens. Höchstens auf Schleichen. Also er schleicht das halt so rein, weil was anderes haben wir dann nicht. Ja. Ansonsten motorisch könnten wir gucken, er könnte jetzt die Mütze weiter schneidern. Nein, das ergibt keinen Sinn. Er könnte die Mütze zu seinem Toten geistig, geistig gibt er nicht. Sozial ist vielleicht höchstens manipulieren. Das ja, manipulieren. Wäre, er manipuliert den Menschen, der am Boden liegt, mit Beweisen. Ja, ist okay. Okay. Ist okay. Dann würfeln wir auf manipulieren. Ob dir das da bist du ja eigentlich ganz gut, ne? Nee, ja. Gar nicht. Haben die, was ich gesagt habe, mitbekommen oder ja, habe ich das jetzt einfach nur mitbekommen, aber ich will jetzt erstmal seine Aktion. Ja. Auf das sind 11? Ich hab 10. Ja, aber du musst. Nein, du musst bei Manipulieren auf die Werte. Also, Charisma. Charisma. Das ist eine 8. Gut, da musst du um 3 ausgleichen. 3. Charisma. Du hast 10, ne? Ja, du hast jetzt noch 7 übrig. 7 hast du noch übrig. Rhetorisch. 9. 9 und 5. 14. Was hast du bei Rhetorik? 8. Dann musst du um 6 ausgleichen. Ja. Hast noch einen über. Den letzten musst du jetzt relativ gut schaffen. Ja. Ja, okay, also ich glaube so. Welche Zipfelmütze? Die rote oder die blaue? Die rote. Die rote Zipfelmütze. Die packst du bei dem jetzt in die Tasche. So, genau. Okay, ja, gut. Das hat auch keiner mitbekommen, anscheinend. Gut. Musst du da aufdrücken? Du machst noch das. Was ihr sagt, Herr Zwerg, es scheint mir sehr vernünftig. Habt ihr einen Namen? Mein Name ist Heimdall, der rote Bär. Seid gegrüßt, Heimdall, der rote Bär. Ich glaube, ich schätze euch so ein, dass ihr die Wahrheit sprecht. Aber wer sind die anderen beiden? Ich bin Zachary, der Wilde. Die Situation beruhigt sich für mich im Kopf, während die sich vorstellen, ich packe meine Axt weg. Okay. Ich bin Johnny Joker, Taschenspieler. Was, Taschenspieler? Ein Gaukler in der Nähe. Wir gingen nur den Weg entlang. Taschenspieler und Dieb ist nicht weit voneinander entfernt. Ach, gar nicht. Ich... Lügen. Ihr sagt also, ihr habt diese Leute hier, den Hof verteidigt von den Banditen. So ist es. Indem ihr jemanden den Kopf spaltet. Das war der Zwerg in seinem Kampfrausch. Tradition. er hat meine Ehre damit beleidigt, dass er versucht hat, mich anzugreifen. Solch eine Tor muss bestraft werden. Okay. Glaubt uns, wir haben nur Gutes im Sinn. Und ich hab 76 Jahre, also. Okay. Die Frau kommt doch langsam wieder zurück. Mhm. Er hat sich von ihrem Zwergenfreund verabschiedet anscheinend. Hat sie ihn in den Brunnen geworfen? Nein, so stark ist sie nicht. Sie sprechen die Wahrheit. Was? Welche Wahrheit? Na, was Sie gesagt haben. Der Hof wurde überfallen und sie haben ihn verteidigt. Ach, das ist ja gut. So, meine Intelligenz, weil die jetzt in der Nähe ist, sinkt wieder um 2 und ich fange wieder an zu grunzen. Okay. Das passiert ständig. Sag, welches Ziel habt ihr? Grimmtal. Wollten wir doch hin, oder? Ja, da wolltet ihr hin. Wir reisen nach Grimmtal. Ach, Grimmtal. Das ist ein Zufall. Wir kommen gerade aus Grimmtal, wie ihr vielleicht schon aus unserer Kleidung gemerkt habt. Oh, könnt ihr das mitnehmen? Welchen Grund hätten wir? Wir haben war hier nicht irgendwie ein Treffpunkt? Wir suchen Arbeit in Grimmtal. Ja.
Der Königsschicht, oder? Was? Ein Grimtar ist kein König. Das heißt, ihr habt uns einiges an Arbeit weggenommen. Waren hier noch andere Banditen? Habt ihr welche gesehen? Nein, aber... Nein. Nein, aber nein. Nein, aber nein. Also ich zeige ihm aber auch nicht, was er ja auf meinem Unterarm ist. Okay, ja, stimmt. Ja, ihr habt ja, ich kann ja gerade nicht reden, aber nur mal so als Hinweis, ihr habt doch das Rascheln oben im Busch wahrgenommen. Ja, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, genau. Okay. Nicht, dass ich denken, wir hätten jetzt noch nicht alle geschafft. Und ihr habt uns eine Menge Arbeit abgenommen. Ich nehme an, dass die Banditen hier in der Gegend dadurch einiges an Kampfkraft verloren haben. Nun, als Belohnung möchte ich euch anbieten, bei uns mitzufahren. Wir nehmen gerne an. Heißt offensichtlich ja. Beim Zwerg ja. Denkt an das Mädchen mit dem toten Zwergenfreunden, ja, mit dem zerstörten Haus. Wollen wir sie mitnehmen? Mit dem zerstörten Haus. Wenn sie mitkommen. Wisst ihr, was die Banditen hier alles angestellt haben? Sie haben die Tür eingeschlagen. Ja, das Bett verriegelt. Sie haben die Truhe einfach in... Meine wertvollsten Wertgegenstände, die in der Truhe im Schuppen waren, sind weg. Nein, die sind immer noch im Schuppen, aber verteilt. Also verteilt, die Truhe liegt da rum. Und die Tür von unserem Haus ist eingeschlagen. Die Treppe ist kaputt. Meine Freunde sind offensichtlich alle verschwunden und einer ist tot. Was hält mich noch hier? Möchtest du mit uns kommen? Nö. Warum sollte ich gerade mit euch Brutalos mitgehen? Wir haben dich gerettet, es war ja nur eine Frage. Es war ein Akt des Schutzes. Das ist ein Akt des was? Des Schutzes. Ich habe irgendwas völlig merkwürdiges verstanden, was kein Wort für mich ergeben hat. Ein Akt des Schmutzes sozusagen. Ein Akt des Futzes habe ich verstanden. Ja. Sehr gut. Aber ich glaube, da mich ja auch nichts mehr hält. Ich werde einmal mit euch mitkommen und zu sehen, was ihr noch so alles drauf habt. Amen. Ja, okay. Sie machen den Wagen für euch auf, der ist leer, ist offensichtlich allerdings ein Gefängniswagen, weil sie eigentlich die Banditen festnehmen wollten. Mhm. Den einen, der noch lebt, den schnellen sie jetzt gerade oben auf den Wagen drauf, weil hier drin kein Platz mehr ist. Mhm. Und machen sie jetzt auf dem Weg Richtung Grimtal. Es ist zwar abends, also die Band ist schon mit dem Pferd. Eine, bitte? Ein Einwand noch. Möchtest du nicht mitfahren? Doch, aber ein Einwand, einer meiner... Also, Brüder. Ich habe genügend Intelligenz, um diese basischen Ehrensachen halt wie für Zwerg. Die Ehre der Schmiede oder so. Ich bedrückt noch etwas. Ja. Heimdall. Einer meiner Brüder liegt dort tot auf dem Boden. Wir müssen ihn begraben. Das ehrt euch, mein Freund. Wir werden euch dabei behilflich sein. Dann geht mit dir dorthin. Ich nehme, also der Boden daneben, gehe ich mal davon aus, ist ja normaler Erdboden. Ja. Ja. Da ich jetzt extrem pragmatisch trotzdem bin als Zwerg, gehe ich zwei Schritte zur Seite, hau mit der Axt auf den Boden ein und mach den Boden halt so locker und schaufel das so weg und schmeiß ihn da rein und dann schaufel ich das da wieder drauf. Ja. Und dann eine Sache noch, die Banditen haben ja höchstwahrscheinlich ihre Waffen liegen lassen. Ich nehme das Schwert von einem der Banditen und mach das so wie so ein Grabstein vorne rein. Okay. Finde ich gut. Danach knie ich noch kurz. Für die Ehre der Gefallenen. Sprich ein Gebet. Ach stimmt, die haben ja noch Schwerter fallen lassen. Genau. Ist ja noch ein Schwert übrig? Ja, es ist ein Bogen, den hast du. Ein Schwert müsste noch über sein und das eine Schwert habe ich gerade als Grabstein verwendet. Aber da wäre es logisch, dass die Waffen, die wir nicht mitgenommen haben, haben sie inzwischen an sich genommen. Den haben sie inzwischen schon oben angeboten. Ja. Von dem, der da noch gelebt hat, hast du. Also ich habe dir deine Wurfmesser wiedergegeben. Genau, habe ich alles wieder. Für die Ehre der Gefallenen. Möge das Leben nach dem Tod für dich ein schöneres sein. Und ich stehe auf und gehe. Okay. Er geht mit dir wieder zurück. Offensichtlich der Hauptmann. Hm? Hat noch keinen Namen. Hauptmann. Captain aller Captain. Ja, geht mit euch zum Wagen. Hast du vorhin zwei Schaden bekommen? Aber beim Treppe runterfallen. Müsste 88 sein, oder? Du hast ja 87. Nein, ich hab noch 10 Schaden bekommen, weil der eine mich angegriffen hat. Sonst hätte ich mir nicht den Kopf gespalten. Ich habe mich nur gewundert, ja.
Das war die Rache dafür, dass er mir Schaden gemacht hat, habe ich ihm den Kopf gespalten. Ich finde es voll cool. Außer den Schaden, als der Zwerg auf mich draufgefallen ist, habe ich keinen genommen. Er hat noch gar keinen Schaden. Ich bin immer von hinten mit Messern. Ja, das ist ja auch dein Job. Also du bist ja hinten. Ich bin der. Aber ich finde es immer noch traurig. Ich denke, er ist Johnny Joker, nicht da hinten. auf jeden Fall ist es sinnvoll, dass du den Bogen nicht verkaufst, sondern behältst, weil du machst ja Attacke Distanz. Ja, stimmt. Er hat nur einen Bogen, aber keine Pfeile. Doch, er hat einen Köcher und die Pfeile auch eingesammelt. Stimmt, dann kann ich die auch behalten. Hast du die auf deine Lootliste aufgeschrieben? Ja, habe ich auch draufgeschrieben. Deine Lootliste. Vor allem, ich habe Sackgetreide als ein Wort geschrieben, sehe ich gerade erst. Ist egal. Ich bin ein Zwerg, ich habe nur 4 Intelligenz, wenn es gut ist. Ist in Ordnung. Ja. Ist okay. Ja, und ihr setzt euch jetzt halt in den Wagen rein. Hm. Ihr fahrt los Richtung Grimmental. Dabei singe ich ein Lied meines Volkes, weil ich kann ja singen. Soll ich auch singen würfeln oder geht's auch so? Nee, das geht auch so. Du bist gerade so glücklich darüber über deinen gelungenen Kampf. Er hat dich sehr gefreut, der Kampf. Ja. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn und so weiter. Und damit ist das erste Kapitel vorbei und ihr seid jetzt auf dem Weg nach Grimmental. Ihr habt zwar nichts zu essen bekommen, dafür habt ihr aber einen Reisebegleiter offensichtlich, der übrigens nicht nach dem Namen gefragt hat. Aber ist ja egal. Sie hat uns auch nicht. Sie hat uns auch nicht nach dem Namen gefragt. Ist ja auch egal. Und ja, ihr seid jetzt auf dem Weg nach Grimmental. Und damit ist das erste Kapitel zu Ende halt. Wow! Sehr bravös bestanden. Gut gelungen. Mit vielen Toten. Wir haben alles vernichtet auf unserem Weg. Ja. Wir haben alles vernichtet. Aber vielleicht, so kann man auch eventuell durchkommen. Ja. Vielleicht unterhaltet ihr euch ja doch noch unterwegs mit der Frau, die bei euch sitzt. Offensichtlich hat sie aber immer noch Angst vor dem Zwerg ein wenig. Dabei gucke ich sie die ganze Zeit nur so anhimmelnd. Und grunzt. Anhimmelnd an und grunze. Er ist eigentlich ein Lieber. Er ist ein ganz netter. Wenn ihr mal nicht guckt. Aber ihr denkt dran, dass sie niemandem sagt, ich ein Werwolf bin, ja? Denk daran. Ich nenne dich einfach nur Wolfsjunge, weil ich noch keinen anderen Namen habe. Nur damit ihr es halt wisst, sie heißt Rila McJagger. Okay. Ja. Und wie wirken sich nochmal die Vor- und Nachteile aus? Weil ich habe nämlich ja tief durchatmen, damit ich besser treffen kann. Das hat so, man schon verteilt. Das muss doch eine Vorwand treffen manchmal genau, das ist einfach nur sozusagen ein paar Werte. Das ist dann zufällig. Ach so, zufällig, okay. Vorzugsweise, wenn es gerade wirklich drauf ankommt. Er hat ja zum Beispiel auch nicht bei mir drauf gewürfelt, dass ich ein Haufen drauf bin. Und selbst wenn ich versuche, nur leicht irgendwas zu machen, dann doch mal manchmal mit zu viel Kraft zuschlage. Ja. Außer, wo ich ihm den Klaps gegeben habe, ist das, glaube ich, mitbedacht. Ja. Nö, aber bei dem anderen. Das hat ja auch gepasst. Ja. Man muss das nicht immer explizit sagen. Okay. Wenn es in dem Moment halt einfach auch lustig ist. Cool, das war's. Okay. Willst du nochmal klatschen? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit Dr. Pepper. Ich hoffe, es hat alles Spaß gemacht. Präsentiert von Dr. Pepper. Wie war die Runde für euch? Cool, lustig, hat Spaß gemacht. Ja. Das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen länger. Genau. Aber ich konnte halt nicht einschätzen, wie lange ihr dafür braucht. Aber ja, wie spät haben wir es jetzt? Doch, ihr habt schon fast so lange gebraucht, wie ich gedacht habe. Wie spät haben wir es? 2:45. Ah. 13:45 Uhr für die westdeutschen Zuschauer. Ja, cool. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und wir sehen uns dann im Kapitel 2 wieder. Tschüss. Aloha. Toll. Nein, die Frau ist immer noch. Ja. Nee, ich habe immer noch nur 2 Intelligenz. Rila McJagger. Kann ich mir nicht merken, ist zu kompliziert. Das heißt einfach.